Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern heute das Hochfest der Aufnahme der Gottesmutter Maria in den Himmel, in die Herrlichkeit Gottes. Ja, an Maria ist schon geschehen, was wir noch im Glauben erhoffen, die Vollendung bei Gott. Maria ist mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen worden. Das wurde auch feierlich 1950 von Papst Pius XII. Erklärt, dogmatisch ausgesprochen. Maria, die Gottesmutter, die Gottesgebärerin, die frei ist von jedem Makel der Erbsünde, von jeder persönlichen Schuld. Sie geht ein mit Leib und Seele in die Herrlichkeit Gottes, wird erhoben. Ja, ich denke, es ist wirklich würdig, es ist recht, dass Maria so gefeiert wird und dass sie mit Leib und Seele aufgenommen wird in den Himmel, weil sie die Mutter des Sohnes Gottes ist, die Mutter des Erlösers. Ja, in ihr ist dieses ewige Wort des Vaters Fleisch geworden, unser Retter und Erlöser Jesus Christus. Durch sie, durch ihr Ja-Wort in der Kraft des Heiligen Geistes, ist das Heil zu uns gekommen, der Sohn Gottes, der Retter und Erlöser. Sie ist ein Zeichen des Heils für uns, für die ganze Kirche. Das sichere Zeichen der Hoffnung, des Trostes für das ganze Volk Gottes. Das wird auch erkennbar, wenn wir auf die heutige erste Lesung aus der Offenbarung des Johannes schauen. Sie ist auch diese mit der Sonne bekleidete Frau. Sie trägt diesen Sternenkranz, diesen Kranz von 12 Sternen. Sie ist das Zeichen unseres Heils, das Zeichen für die ganze Kirche, was der ganzen Kirche geschenkt werden wird. Ja, Maria, sie ist bekleidet mit der Herrlichkeit Gottes. Das heißt von ihr, sie steigt auf wie das Morgenrot, die der Sonne der Gerechtigkeit vorausgeht. Ja, Christus selbst ist diese Sonne, dieses Licht, mit dem sie bekleidet ist. Und Jesus, der Herr, möchte auch uns mit seinem Licht bekleiden, mit seiner Herrlichkeit. Ja, und Maria, sie überwindet alles Böse, sie ist frei von jeder Schuld, von jeder Sünde. Ja, der höllische Drache stellt ihr nach und in ihr der ganzen Kirche, um Schaden zu stiften, um zu verderben, ja, um diese Sterne vom Himmel zu werfen, um die Menschen in die Irre zu führen, des wahren Lichtes zu berauben. Aber sie zertritt der höllischen Schlange den Kopf. Sie ist die Immaculata. Sie überwindet die Sünde. Sie besiegt den Teufel in der Kraft des Herrn Jesus Christus, ihres Sohnes. Und sie bittet auch für uns, dass wir alle Sünde überwinden. Alles, was noch böse ist in uns, sündhaft, verdorben. Damit wir rein und heilig vor Gott leben. Damit auch wir zu leuchten beginnen durch die Gnade Jesu Christi. Damit wir Licht sein können für die Welt, Licht für unsere Mitmenschen, Licht des Glaubens, Licht der Hoffnung und der Liebe für die ganze Welt. Damit wir auch wir, so wie Maria, Zeichen des Heils sein können, gemeinsam mit der ganzen Kirche, mit allen Getauften. Ja, Maria bittet für uns, sie hilft uns, dass wir uns der Gnade Gottes öffnen können, dass wir auf dem Weg der Heiligkeit, des Heils, des Lebens voranschreiten, dass wir die Gnade der Erlösung bewahren und zur Vollendung bringen, damit wir sicher das Ziel unseres Lebens erreichen, die Herrlichkeit Gottes. Wir feiern heuer ja auch 100 Jahre Fatima. Vor 100 Jahren kam die Gottesmutter Maria zu den drei Hirtenkindern nach Fatima in Portugal. Und die Kinder beschreiben sie, sie leuchtete heller als die Sonne.
Ja, Maria strahlt in göttlichem Licht. Wenn sie uns erscheint, wenn sie zu uns kommt, strahlt sie leuchtender als die Sonne, als das irdische Licht, weil sie ganz erfüllt ist vom Licht Gottes. Und sie bittet in Fatima um Gebet, um Opfer, für die Bekehrung der Sünder, für den Frieden in der Welt. Sie bittet um das Rosenkranzgebet, sie ist ja die Rosenkranzkönigin. Ja, sie schenkt uns dieses Gebet, diese Gebetsform, wo wir die Geheimnisse unserer Erlösung betrachten, erwägen, wo wir unseren Glauben vertiefen können, die Gemeinschaft mit Christus, wo wir innerlich gestärkt werden durch die Gnade Gottes. So möchte der Herr auch unseren Glauben festigen. Wenn wir den Rosenkranz beten und vor allem dann, wenn wir in der Heiligen Messe den Herrn empfangen im Geheimnis der Heiligen Eucharistie, da kommt der Sohn Gottes selber zu uns mit seinem Licht, mit seinem Heil, mit seinem göttlichen Leben. So können auch wir Werkzeug des Heiles sein, Mittler der Gnade. Ja, wir können so sein, ähnlich wie Maria, wie ein offener Kanal der Gnade Gottes, des Heiles, damit auch wir Zeugen sein können für das Evangelium, Werkzeug des Heiles Gottes. Ja, Maria, sie bittet für uns, sie lädt uns ein zum Gebet, zur Buße, zur Umkehr, damit der Glaube in uns stark wird, damit wir zuversichtlich auf dem Weg des Heils voranschreiten, damit wir uns nicht täuschen lassen von falschen Ideologien, von trügerischen Lehren, damit wir am Glauben festhalten. Ja, Maria, sie kommt in Fatima zu uns und bittet an vielen anderen Erscheinungsorten der Welt. Sie, die Königin des Himmels und der Erde, sie kommt auch in Medjugorje als Königin des Friedens, weil der Friede gerade heutzutage so bedroht ist, ja, der Friede in unserem eigenen Herzen, weil so vieles uns verführen möchte, so vieles uns wegbringen möchte von Gott, vom Glauben, von der Kirche, von den Geboten Gottes. Und dieser Friede ist bedroht in der Welt, wir sehen es, wie viele Bürgerkriege, wie viel Gewalt es gibt. Gerade deswegen ist gerade auch das Gebet heutzutage so notwendig, besonders das Rosenkranzgebet. Ja, Maria, sie bittet für uns. So können auch wir voller Hoffnung sein und sicher das Ziel unseres Lebens erreichen, die Gemeinschaft mit dem einen und dreifaltigen Gott. Amen.